Seit dem Erscheinen der Nintendo Switch im Jahr 2017 ist die Konsole mein treuer Begleiter auf Reisen. Allerdings sahen die dicken Displayränder damals schon nicht zeitgemäß aus und die Akkulaufzeit ist bei neueren Spielen ebenfalls nur im 2-3 Stunden Bereich. Zeit also für ein Upgrade auf die neue Nintendo Switch mit OLED-Display. Allerdings haben sich hier auch noch einige andere wichtige Sachen geändert. Welche das sind, für wen sich ein Upgrade lohnt und ob man sich überhaupt noch die alte Version kaufen sollte, das erfahrt ihr hier in meinem Test. Viel Spaß! Die Nintendo Switch ist seit fast 5 Jahren auf dem Markt. In der Zeit gab es kleinere Hardwareänderungen, die wir uns mal genauer ansehen. Ich besitze noch die ursprüngliche Switch aus 2017. Diese hat eine Akkulaufzeit von 2,5 bis 6,5 Stunden, wobei es mittlerweile eher so 2 bis 4 Stunden sind. 2019 hat Nintendo der Switch aber einen effizienteren Chip spendiert, wodurch die Akkulaufzeit sich verdoppelt hat. Und seit 2021 gibt es nun das OLED-Modell, ebenfalls mit dem effizienteren Chip. Neben dem OLED-Display hat die OLED-Switch aber noch einige spannende Neuerungen, die wir uns jetzt ansehen. Der interne Speicher hat sich von 32 auf 64 GB verdoppelt, was wirklich mal an der Zeit war. Außerdem wurde der Kickstand völlig überarbeitet und die Switch kippt nicht bei der kleinsten Erschütterung direkt um. Der kann jetzt auch in der Neigung eingestellt werden, was wirklich sehr angenehm ist. Dank der Gummifüße rutscht die Konsole jetzt auch nicht mehr auf dem Tisch. Auch wenn es nicht nach viel klingt, aber der neue Kickstand, der ist einfach so, so viel besser als der alte. Man holt die Konsole einfach mal eher im Zug raus, um damit im Koop zu spielen, weil die einfach nicht ständig umkippt. Das war bei der alten Switch schon super nervig. Die Lautsprecher haben sich ebenfalls etwas verbessert, auch wenn ich die alten schon echt ordentlich fand. Hier ein Vergleich. Das Dock hat ein neues, abgerundetes Design spendiert bekommen und sieht in Weiß absolut edel aus. Abgesehen davon ist ein USB-Anschluss auf der Rückseite weggefallen, wurde dafür aber mit einem LAN-Anschluss ersetzt. Das WLAN-Modul in der Nintendo Switch ist tatsächlich ziemlich schlecht, weshalb ihr auch fürs Online-Spielen am besten eine LAN-Verbindung benutzen solltet. Die OLED-Switch funktioniert natürlich auch noch mit dem alten Dock und auch die alte Switch funktioniert mit dem neuen Dock. Wie eben schon erwähnt, ist die Akkulaufzeit mit 4,5 bis 9 Stunden ebenfalls besser geworden im Vergleich zur allerersten Version der Switch, was mich wirklich sehr freut. Mehr Performance hat die Konsole aber nicht, da hat sich also nichts geändert. Und jetzt schauen wir uns mal das OLED-Display genauer an, denn das hat auf den zweiten Blick tatsächlich ein kleines Problem. Aber erstmal zum Technischen. Die Auflösung ist genau gleich geblieben mit 1280 x 720 Pixeln, sprich HD Ready. Dennoch wirkt das Bild schärfer durch die schnellere Reaktionszeit des OLED-Displays. Außerdem ist das Display von 6,2 auf 7 Zoll angewachsen. Damit ist es rund 13% größer und das macht richtig viel aus. Man wird mehr in die Spiele hereingezogen und vor allem Spiele mit kleinem Interface sind besser spielbar. Außerdem sieht die Konsole jetzt deutlich moderner aus. Und wie der Name schon sagt, wurde das Display gegen ein OLED-Display getauscht. Für alle, die nicht wissen, was der große Vorteil ist, bei OLED leuchtet jeder Pixel selber und in der Realität führt das zu perfekten Schwarzwerten und dadurch auch zu einem höheren Kontrast. Hier der Vergleich zum alten Modell. Außerdem ist die Farbdarstellung bei OLED besser, weshalb die Farben deutlich knackiger und intensiver sind. Wem das nicht gefällt, kann im Menü das Display auf neutrale Farben umstellen. Nur leider scheint Nintendo ein eher mittelmäßiges OLED-Panel zu verbauen. Im unteren Helligkeitsbereich kommt es zu klar sichtbaren grün-magenta-Farbstichen, die sich über das ganze Display verteilen. Diesen Fehler habe ich auf mehreren OLED-Switches gesehen, es handelt sich also nicht um eine fehlerhafte Konsole. Ab 35-60% wird die Farbverschiebung aber weniger. In Spielen ist der Farbstich aber zum Glück nicht wirklich sichtbar und hat mich auch nicht gestört. Das Display hat jetzt eine Glasfront und ist damit resistenter gegen Kratzer, die früher unter anderem durch das Dock entstanden sind. Ich habe bei mir dennoch ein Schutzglas montiert und eins, was ich empfehlen kann, das habe ich mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die maximale Helligkeit ist auch schlechter geworden. Ich habe bei der alten Version noch 406 Nits gemessen. Die OLED-Switch schafft leider nur 338 Nits bei 100% weiß. Dennoch wirkt die OLED-Switch in Spielen heller durch den besseren Kontrast im Schwarzbereich. Auch wenn sich die Leistung der OLED-Switch leider nicht verbessert hat, bekommt ihr mit der neuen Switch ein wirklich gutes und durchdachtes Upgrade. Wer noch keine Switch hat, der sollte unbedingt zum neueren Modell greifen, es sei denn, ihr spielt fast ausschließlich am Fernseher.
Für alle Switch-Besitzer der ersten Generation könnte sich ein Upgrade lohnen, wenn ihr eben viel Handheld spielt. Denn da verbessert sich nicht nur das Display, sondern auch die Akkulaufzeit. Für Besitzer der Switch mit bereits verbesserter Akkulaufzeit lohnt sich in meinen Augen ein Upgrade nicht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie hier unten in die Kommentare. Hier geht's übrigens zu meinem ursprünglichen Nintendo Switch Review. Da gibt's noch mal ein paar Informationen zusätzlich. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.